Ich habe wieder mal Pakete bekommen. Auch hat mir das vor einiger Zeit mal geschickt, einen Artikel, wo sie vielleicht im Tagi oder so gelesen hat. Ich rede von Round Rivers. Das ist eine Firma aus Zürich, relativ neu. Und die Idee oder das Projekt von denen ist, die sammeln PET-Flaschen, die in der Limmat schwimmen, von Hand. Dann die PET-Flaschen zum Garn verarbeiten und machen nachher aus dem Badhose. So, sieht so aus, mit Taschen hinten und allem. Und es gibt noch so ein Bonussäckchen. Und ich finde das Projekt so geil. Dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich bin in der Limmat geschwommen, es hat ein bisschen viele PET-Flaschen und man kann machen Badhosen aus dem, finde ich grossartig. Ich finde, man muss so Sachen unterstützen. Es ist nicht ganz günstig, die Geschichte. Aber ich finde so Zeug einfach gut. Und auch inspirierend, wenn Leute so Sachen machen und das wie durchziehen. Das finde ich mega unterstützenswert. Ich habe dann an Peter geschrieben, wo der Inhaber ist von dieser Firma, und gefragt, würdest du gerne mal einen Podcast mit mir machen? Ich würde gerne mal einen Kaffee mit dir trinken. Und das finde ich einfach cool, was du machst. Und er hat dann zurückgeschrieben, im Moment ist es gerade ein bisschen viel. Aber es kommt dann sicher irgendwann im Herbst mal noch ein Podcast oder sonst irgendetwas mit ihm. Also, finde ich wirklich cool. Round Rivers. Ist relativ neu, ich habe die jetzt wirklich gerade die Tage bekommen. Es gibt Männerbadhosen in Blau und in Schwarz, in verschiedenen Grössen, in verschiedenen Schnitten. Es gibt das Gleiche, aber auch für Frauen. Auch dann in verschiedenen Farben und verschiedenen Schnitten und was immer. Gehen wir drauf schauen. Wirklich cool, muss man unterstützen.